Der Hörfunk in Frankreich zeichnet sich durch ein duales System aus. Dem öffentlich-rechtlichen Radio France steht eine Vielzahl kommerzieller Anbieter gegenüber. Sowohl Radio France als auch die kommerziellen bieten über regionale und regionale bzw. lokale Dienste an. Allgemeines. Die Hörfunkrezeption in Frankreich und damit auch Einschaltquotenstruktur nach Formaten ist mit der Situation in Deutschland nicht vergleichbar. In Frankreich hat zunächst das Wort einen höheren Anteil an der Hörfunknachfrage als in Deutschland, entsprechend die Musik einen geringeren. Des Weiteren ist die Hörfunknachfrage insgesamt, also Wort- und Musikprogramme kombiniert, höher als in Deutschland. Dementsprechend sind die sogenannten Radios Generalistes, die landesweit senden, die meistgehörten Sender. Darunter befinden sich mit RTL, RMC und Europe 1 sowohl kommerzielle als auch mit France Inter und France Info öffentlich-rechtliche Anbieter. Diese Sender können alle auf Langwelle landesweit auf derselben Frequenz gehört werden, mit Ausnahme von France Info, das auf verschiedenen Mittelwellenfrequenzen sendet. Alle verfügen darüber hinaus über ein weitgehend flächendeckendes UKW-Netz, mit Ausnahme von RMC, das in den nördlichen Regionen nicht auf UKW sendet. Die kommerziellen Generalistes haben ihren Ursprung in einer Zeit, als die Veranstaltung kommerziellen Hörfunks in Frankreich noch nicht genehmigt war. Die Langwellensendeanlagen befanden sich stets im Ausland. Der von RMC in Monaco, der von RTL in Luxemburg und der von Europe 1 in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Ausweichverhalten ist ursächlich dafür, dass der Langwellenempfang in Frankreich nach wie vor eine große Popularität genießt, was sich zum Beispiel in der Tatsache niederschlägt, dass französische Automobile in der Regel so konstruiert sind, dass alle Funktionseinheiten Langwellen gestört sind. Die Radios Generalistes sind mit dem deutschen Begriff Vollprogramm nur unzureichend beschrieben, weil ihr Programmschema stark von dem abweicht, was im deutschsprachigen Raum üblich ist. Ein Großteil des Programms besteht aus Talk-Sendungen bzw. Sendungen mit höherer Beteiligung. Nachrichten, Hintergrundsendungen, Interviews, Comedy und Spielshows nehmen ebenfalls breiten Raum ein. Auffällig sind die Einschaltquoten. Obwohl ihr Programm für deutsche Hörgewohnheiten eher dröge wirkt, sind die Radios Generalistes populärer als die Musiksender. Vergleichbare Sender, die ebenfalls sehr erfolgreich sind, gibt es dagegen in Spanien und den USA. Das Radio Generaliste des öffentlich-rechtlichen Senderverbundes Radio France ist das seit 1963 ausgestrahlte France Inter. Daneben entstanden nach 1945 eine Reihe weiterer Radios Generalistes. Bis 1981 waren in Frankreich keine Privatsender zugelassen. Der Staat hatte das Sendemonopol. Privatradios strahlten allerdings ihre Programme vom grenznahen Ausland auf Langwelle aus und erreichten damit sehr viele Hörer in Frankreich. Bis heute werden diese Programme auf Langwelle gesendet. Inzwischen sind sie aber auch flächendeckend in ganz Frankreich auf UKW zu hören. Noch immer sind sie aber die populärsten Radios. Geblieben ist aus jener Zeit, als sie aus der Peripherie nach Frankreich hineinsendeten, der Begriff Radios Periphériques. Die Studios der meisten dieser Sender befanden sich übrigens von Anfang an in Paris. Im Jahr 1994 wurde in Frankreich eine allgemeine Quote für den Anteil der französischen Musikproduktionen an der tagsüber zwischen 6,30 Uhr und 22,30 Uhr insgesamt gesendeten Musik eingeführt. Seitdem müssen mindestens 60% der Sendezeit mit Produktion europäischer Künstler bestritten werden. Außerdem 40% der Sendezeit mit Produktion von französischen Künstlern. Die Regel gilt nicht für Sender, die klassische Musik oder Programme für die in Frankreich lebenden ethnischen Minderheiten bringen. Die Förderung der französischen Interpreten ist Teil einer Politik, die unter dem Schlagwort der L'exception culturelle française auch auf das Fernsehen und auf das Kino erstreckt wurde. Öffentlich-rechtliche Sender. Die öffentlich-rechtliche Anstalt Radio France strahlt 7 Programme aus. Das Klassikprogramm Franz Vivace wurde Ende August 2010 eingestellt. Die Einschaltquoten beziehen sich auf die Daten von Médiamétrie für das erste Halbjahr von 2015.
Die Angaben entsprechen dem weitesten Hörerkreis. Privatsender, Radios, Peripheriques, Generalisten, Programme, Musiksender. Die Senderketten strahlen ihre Programme praktisch flächendeckend über UKW aus. Die Sender für die junge Zielgruppe haben dabei einen größeren Höreranteil als die der älteren Zielgruppe. Vor allem Sender wie NRJ oder Fanradio genießen beim jungen Publikum große Bekanntheit, dass sie im ganzen Land oft Events und Shows veranstalten.